In diesem Video erfährst du das wichtigste Geheimnis über die effektivste Notwehr und Selbstverteidigung in der realen, brutalen Welt von heute. Wer diese Informationen nicht kennt oder nicht berücksichtigt, schafft sich einen ungeheuren Nachteil. Meine Partner und ich haben für dich und alle Bürger und Bürgerinnen, denn die Welle der brutalen Gewaltkriminalität trifft ja leider besonders Frauen, den wichtigsten Grundsatz für das Überleben von Gewaltattacken in über 30 Jahren beruflich erforscht. Wir sind professionelle Personenschutzausbilder mit einer nachweisbaren internationalen Erfahrung seit Ende der 1980er Jahre. Wir wissen also, wovon wir reden. In unserer Zeit von heute werden mehr und mehr Menschen Opfer brutaler Gewalt. Auf den Straßen, in Bus und Bahn, auf Parkplätzen, ja sogar in Schwimmbädern und auf Schulhöfen. Dies sind leider nicht einmal mehr Neuigkeiten, sondern das ist der Irrsinn unseres Alltags geworden. Wusstest du, dass du im Falle einer Attacke gegen dich durchschnittlich etwa nur 3 Sekunden Zeit hast, um dich zu verteidigen? Ist dir wirklich völlig bewusst, dass ein durchschnittlicher Angriff auf der Straße nur 3 bis 5 Sekunden dauert, bis das Opfer auf dem Boden liegt, verwundet oder schlimmer? Und nun bedenke, dass die meisten Angriffe von Gruppen oder Banden verübt werden. Sehr oft sind es zudem noch bewaffnete Täter. Kampfsport oder das, was regulär als Selbstverteidigung angeboten wird, ist nutzlos in Situationen, in denen es um dein Leben geht, dein Überleben. Stell dir Folgendes vor. Du gehst durch eine Stadt, urplötzlich tauchen 2 Angreifer auf, die dich bedrohen. Sie sind möglicherweise mit Knüppeln oder Messern bewaffnet. Du bist unbewaffnet. Wie wirst du reagieren? Hast du genug Zeit? Denke daran. Du hast im Schnitt lediglich 3 Sekunden Zeit, um etwas zu tun, denn danach bist du entweder schwer verletzt oder liegst schon im Sterben. Du meinst, ich sei übertrieben oder melodramatisch? Dann lies bitte die Tagesnachrichten ein wenig aufmerksamer. Es passiert täglich in allen Städten. Sieh dich jetzt in diesem Moment um, wo immer du gerade bist, und finde dort in deiner Umgebung in unter 3 Sekunden solche Gegenstände, die du in Bruchteilen einer Sekunde in Waffen verwandeln kannst, und verteidige dich damit. Du hast nur 3 Sekunden Zeit. Bist du bereit? Jetzt beginnt die Uhr zu ticken. 1, 2, 3. Welche Objekte hast du in deiner Umgebung gefunden? Weißt du, wie du sie effektiv und sicher als improvisierte Waffen für deine realistische Notwehr einsetzen kannst, um die mordlustigen, brutalen Angreifer abzuwehren? Warum bestehe ich so sehr darauf, dass du dich mit improvisierten Waffen auskennen solltest? Es gibt 3 wichtige Gründe. Erstens, weil es völlig klar ist, dass man sich mit Objekten zur Verteidigung besser wehren kann als mit leeren Händen. Das ist doch logisch, oder? Dieses Prinzip wird von der Menschheit seit der Frühzeit genutzt. Dieses Prinzip ist der Grund, warum die Menschen sich auf dieser Welt durchgesetzt haben. Zweitens, weil deine Angreifer dieses Prinzip kennen und nutzen. Höchstwahrscheinlich haben sie ihr brutales Handwerk entweder im Gefängnis oder von ehemaligen Insassen gelernt, die sie als Gangmitglieder ausgebildet haben. Bandenmitglieder kennen sich mit improvisierten Waffen aus. Darum solltest auch du es tun. Die mörderischen Schläger, denen du gegenüberstehst, sind vom Schlage der Verbrecher, die dich attackieren, wenn es ihnen in den Sinn kommt, dass du an diesem Tage das Opfer sein sollst. Es kann jeden Tag geschehen, egal wo du bist. Sie zögern nicht, um Waffen zu benutzen. Und drittens, weil du dir in der brutalen Welt von heute die besten Mittel zunutze machen musst, um deine Gesundheit und dein Leben schützen zu können. Und wie Punkt 1 ja sagte, mit leeren Händen verteidigt man sich lange nicht so gut wie mit geeigneten Verteidigungsobjekten.
Lass mich dir mehr über die gefährliche Verbindung zwischen Gewalt im Gefängnis und der heutigen Straßenkriminalität erklären. Denn darin liegt einer der wesentlichen Gründe für die brutalisierte Welt von heute. Jeden Tag bringen Straftäter, die inhaftiert waren, die brutalen Taktiken und das Wissen, das sie im Gefängnis oder von Ex-Insassen erworben haben, zurück auf die Straßen auch deiner Stadt. Die Gewalt im Gefängnis ist der Nährboden für die Entwicklung skrupelloser Krimineller und ihr Einfluss reicht durch die Banden und Gangs weit über die Gefängnismauern hinaus. Wir alle sind heute dadurch betroffen. Es sind Banden und Gangs von Tätern, die ohne Hemmungen die Gewalttaktiken aus den Gefängnissen nutzen. Das ist ihre Form der Kultur, so traurig dies auch ist. Gangs, die oft ehemalige Häftlinge oder direkt innerhalb der Gefängnisse rekrutieren, profitieren von den Techniken, die sie hinter Gittern gelernt haben. Sie verwenden eine breite Palette von Waffen, von denen viele aus Alltagsgegenständen gebaut werden, die man im normalen Alltag finden kann, so wie sie es auch im Knast tun. Was die kriminellen Gangs im Gefängnis trainieren, verwenden sie dann auf unseren Straßen gegen uns. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Bürger diese Taktiken kennt und darauf vorbereitet ist, sich ebenfalls mit diesen Mitteln zu verteidigen. Improvisierte Waffen sind die intelligenteste Form der Selbstverteidigung. Jeder Steinzeitmensch würde dir das bereits bestätigen. Es ist ein uralter Fakt. Mit ihnen, also den Alltagsgegenständen, kannst du deine Umgebung als Waffenarsenal ausnutzen, um dir einen Vorteil zu verschaffen und dich effektiv zu schützen. Vergiss getrost Kampfsport und anderes Training, welches nicht die Realität berücksichtigt, wie sie in den Gefängnissen existiert. Es sind zu großem Teil ehemalige Insassen und Leute aus deren Umfeld, die dir als Schläger, Räuber, Mörder, Vergewaltiger oder sogar Terrorist begegnen, wenn du überfallen wirst. Wenn deine Fähigkeit der Notwehrverteidigung für dich eine Bedeutung hat, musst du lernen, wie wertvoll improvisierte Waffen für dein Street Survival sind. Wir vermitteln dir dieses Wissen. So eignest du dir die Kenntnisse und Fähigkeiten an, um sämtliche gewöhnliche Gegenstände in effektive Werkzeuge für deinen Schutz zu verwandeln. Es geht nicht darum, ein Kampfsportexperte zu sein oder sich auf körperliche Stärke zu verlassen. Es geht im Street Survival vielmehr um Anpassungsfähigkeit und um die antrainierte Fähigkeit, das Überraschungsmoment zu nutzen, um durch improvisierte Verteidigungsobjekte die Oberhand zu gewinnen. Dies muss mit absoluter Entschlossenheit erfolgen. Und wie du dein Kriegerherz als Verteidiger entwickeln kannst, bringen wir dir auch bei. Erobere dir durch das richtige Verteidigungskonzept das Selbstvertrauen und den Seelenfrieden zurück, die du haben wirst, wenn du weißt, dass du dich in jeder Situation effektiv verteidigen kannst. Du wirst deine eigene Sicherheit kontrollieren und bist nicht länger ein hilfloses Opfer. Du kannst deine Umwelt zu deinem Alltagswaffenarsenal machen und wirst so fähig, auch brutale Attacken effektiv abzuwehren. Du wirst das Überraschungsmoment auf deiner Seite haben. Warte nicht, bis es zu spät ist. Wappne dich jetzt mit dem Wissen über improvisierte Waffen und wie man sie sicher, legal und effizient einsetzt und gib dir selbst die Möglichkeit, in einer zunehmend gefährlichen Welt wieder sicher zu sein. Entdecke die Geheimnisse des Guerilla- und Untergrundkampfes von uns und unserem Partner, einem ehemaligen Freiheitskämpfer aus Südafrika, und lerne mit unserem exklusiven E-Book, wie du zahllose Alltagsgegenstände in wirksame Waffen verwandelst, um dich legal und wirksam zu wehren, wenn dies nötig wird.
Schritt für Schritt erklärte dieses Buch alle wichtigen Fähigkeiten, für jeden anwendbar, für die legale und wirklich effektive Notwehr. Bestelle dein Exemplar dieses exklusiven E-Books am besten gleich jetzt. Downloade es noch heute und entfessele deinen inneren Krieger. Vergiss nicht, du hast die Wahl. Übernimm die Kontrolle über deine persönliche Sicherheit. Erlerne die Wirksamkeit der improvisierten Waffen für deine Sicherheit zu nutzen und sei allzeit darauf vorbereitet, dich zu verteidigen. Sei kein Opfer. Sei Überlebender. Sei dein eigener Bodyguard. Klicke den Link im Post jetzt an, um mehr zu diesem außergewöhnlichen Angebot zu erfahren und um den besonders günstigen Einführungspreis zu nutzen. Er gilt nur für kurze Zeit. Ich freue mich, dich bald auf der anderen Seite zu begrüßen, um dir die Geheimnisse der improvisierten Waffen für deine Notwehr zu vermitteln. Bleibe sicher, hier ist Mike Marlack vom Team Shield City Survivor.